Willkommen zum MS-Perspektive-Podcast. Ich bin Nele Handwerker, MS-Patientin, Bloggerin und Autorin. Ich bringe dir Interviews, Inspirationen und Informationen über das Leben mit MS und zeige dir Möglichkeiten auf, wie du die Krankheit positiv beeinflussen und das Beste aus der Diagnose machen kannst. Auf ms-perspektive.de findest du die Episodennotizen, 11 kostenlose Tipps als PDF und viele weitere Informationen. Und jetzt beginnt die Sendung. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und willkommen zu Folge 192. Ich habe heute MS-Patientin Caroline Morgenstern zu Gast und wir sprechen über ihren Weg in die Selbstständigkeit, trotz frisch erfolgter Diagnose und trotz der Tatsache, dass Caroline auch nicht mehr zu dem ganz jungen MS-Patienten gehört. Viel Spaß mit dem Interview. Hallo Caro, ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist und uns einen kleinen Einblick in dein Leben bescherst. Aber bevor wir richtig loslegen, wäre es lieb, wenn du dich ganz kurz selber vorstellst. Ja, mein Name ist Caroline Morgenstern. Erstmal, Nele, vielen Dank, dass ich bei dir im Podcast sein darf. Und ich finde deine Arbeit mega toll, dass du so durch dein Engagement, dass du so vielen Leuten einen Zugriff auf unsere Krankheit gibst und beziehungsweise dir so viel Zeit nimmst und in so einen tollen Podcast startest. Ne? Und ja, kurz zu mir. Ich bin 56 Jahre alt, lebe in Krefeld und am Rande der Stadt mit meiner Tochter und meinem Freund zusammen. Ich komme ursprünglich aus der DDR, aus dem Erzgebirge, bin dort aufgewachsen und bin so mit 23 bin ich geflohen, bin dann über Ungarn nach Westdeutschland gekommen und bin in Krefeld hängen geblieben. Schön. Super. Genau, jetzt hast du dich schon ein kleines bisschen vorgestellt, aber heute, zumindest zum Anfang, geht es natürlich ein bisschen um die MS-Diagnose. Wann hast du die denn erhalten und was war bei dir der Anlass dafür? Also ich bin schon länger erkrankt gewesen und die Diagnose kam erst am Anfang letzten Jahres. Das ist für MS ziemlich spät und ich habe vor 2 Jahren eine Ausbildung begonnen. Ich habe noch meine Umschulung begonnen zur Podologin und mitten während der Ausbildung hatte ich eben Ausfälle am Bein und beziehungsweise Schmerzen und ich konnte das Bein nicht mehr bewegen, war müde, war niedergeschlagen. Also es waren ganz, ganz, ganz viele Symptome, die mich bewogen haben, erstmal den Arzt aufzusuchen. Ich war dann erstmal beim Neurologen, die haben eine Polyneuropathie diagnostiziert und also eine Sensibilitätsstörung mit der Aufgabe für mich, ich müsste das weiter diagnostizieren lassen im Krankenhaus. Und das war für mich erstmal ein Angang, weil medizinisches Personal geht nicht so gerne ins Krankenhaus. Und stimmt. Das weiß man so. Und aber dann kam mir zugute, dass ich während meines Praktikums, als Podologin muss ich 1000 Praktikumsstunden leisten, im Krankenhaus war und natürlich Kontakt mit den Ärzten hatte und die mir das wirklich nahegelegt haben, leg dich doch mal 3 Tage rein und dann kriegen wir das alles hin. Und das habe ich dann auch getan. Und das war zwar auch nicht sehr angenehm, weil ich da so nach der Lumbalpunktion, also wenn man das Nervenwasser abzieht, so ein Leck-Syndrom hatte und das war mega schlimm, weil es läuft dann das Nervenwasser aus und es entsteht ein Vakuum im Kopf und oder, beziehungsweise muss erstmal wieder nachgebildet werden, dass das Leck sich verschließt und dann musste ich 1,5 Wochen liegen und konnte mich gar nicht bewegen. Das passiert aber für alle da draußen zum Glück nicht so oft, das ist selten, da hat es da einfach Pech, ne? Ja, wirklich mal. Das ist blöd. Und dann hast du aber sozusagen nach der Lumbalpunktion, als die also dein Nervenwasser untersuchen konnten, dann hast du wahrscheinlich die definitive Diagnose bekommen, oder? Genau, das war aber erst danach. Ich bin dann entlassen worden und hatte dann, glaube ich, erst 1-2 Wochen danach ein Gespräch und mit dem Chefarzt. Und der hat sich ganz viel Zeit genommen, hat mir das alles erklärt, erläutert und hat mir auch Empfehlungen gegeben, wie es weitergeht, was man für eine Therapie machen kann und so weiter. Hm.
Und jetzt hast du schon gesagt, du warst wahrscheinlich schon eine Weile erkrankt. Was würdest du denn denken aus heutiger Sicht, wann du so die ersten Symptome hattest, die vielleicht mit der MS zu tun haben, haben könnten? Bestimmt, also 5 Jahre bis 7 Jahre vorher, weil ich hatte ich habe in meinem Leben sehr viel gearbeitet und ich bin immer über meine Belastungsgrenzen hinausgegangen. Also das war, ich bin so ein Workaholic und da denke ich mir, kamen dann immer wieder so Einbrüche, wo ich manchmal wirklich flach gelegen habe und völlig kraftlos, saftlos. Dann hatte ich eine ganze Zeit lang ein myofasziales Schmerzsyndrom, wo mein ganzer Körper voller Schmerzen war und ich wusste überhaupt gar nicht die Ursache, von was kommt das, von wie entsteht sowas. Und ich konnte mir das alles überhaupt gar nicht erklären, wie das sein kann. Ne? Und ja, jetzt weiß ich auch im Nachhinein durch mein Wissen, U-Tof hatte ich im Sommer immer. Also das ist U-Tof ist ja das Symptome der MS im Sommer auftreten, weil es sehr starke Hitze und dass man eben körperliche Beschwerden hat, dass man sehr down ist, dass man kraftlos ist, dass man Schmerzen auch hat und das hatte ich und ja, und denke ich mir auch Beschwerden in den Beinen, dass ich nicht laufen konnte und so weiter. Das hatte ich schon vorher. Aber ich habe das immer psychische Probleme geschoben. Ja, das ist ja auch manchmal schwer auseinanderzuhalten. Also ich meine, deshalb passiert das ja, glaube ich, wie bei dir, dass manchmal die Diagnose spät gestellt wird, weil man selbst dann denkt, also weil man sich sozusagen selbst körperlich gar nicht ganz ernst nimmt, oder? Also können ja auch psychische Symptome sein. Man denkt, ist schon nicht so schlimm, jetzt hab dich mal nicht so und gehst mal nicht zum Arzt. Und manchmal ist das bestimmt ja auch richtig, ne? Und manchmal ist es eben falsch. Man weiß es halt nie genau. Das ist, ja, ist eben manchmal so im Leben. Wie hast du denn dann die finale Diagnose aufgefasst und wie war es so für deinen Freund, deine Tochter, wie war es für die? Das war mega Schock. Das war für mich eine Welt zusammengebrochen. Ich hatte mir das ja so schön ausgemalt, also du machst jetzt nochmal eine neue Ausbildung, machst eine Selbstständigkeit. Ich wollte als Podologin eine große Praxis aufmachen und wollte echt nochmal so richtig ins Business starten. Und dann bekommt man diese Diagnose mit der Perspektive, ich kann gar nicht den nächsten Tag planen, ich weiß ja nicht, was morgen ist. Also das war bis dato meine Erkenntnis und mein Wissen über die MS. Ne? Weil man ja so immer erstmal weiß, MS ist Rollstuhl oder ist ganz behindert und so weiter und so fort. Aber das war echt mega, das hat mich echt so ergriffen, weil ich da so eine Perspektivlosigkeit gesehen habe. Und zu Hause war es toll. Also die haben mich nur in den Arm genommen und gesagt, das machen wir und wir kriegen dich durch und mach dir mal keine Sorgen und so weiter. Und das war mega gut. Schön, schön. Ja, das ist super. Wenn man dann einfach so emotional aufgefangen wird, ne, und nicht mit seinen Ängsten alleine dasteht und einfach die Rückendeckung von seiner Familie hat. Schön. Und wurden dir denn zu Beginn verlaufsmodifizierende Therapien empfohlen? Und wenn ja, wie hast du dich da entschieden? Also mir wurden verlaufsmodifizierende Therapien empfohlen, auf jeden Fall. Da ich ein bisschen aus der Medizin komme, sehe ich das manchmal immer ein bisschen erstmal kritisch. Also ich muss erstmal Risiko Nutzen abwägen. Und ich habe mich zurzeit noch dagegen entschieden. Und weil ich wollte erstmal wissen, woher kommt die MS oder wie kann ich es aus eigener Kraft oder was bringt die MS zum Brennen oder was ist das Entzündungsgeschehen, was geht da ab oder warum habe ich Entzündungen im Körper? Und dann habe ich mich auf einen ganz weiten oder einen langen Weg begeben und habe mich erstmal belesen, habe mir Informationen gesucht. Die erste Anlaufstation war die DMSG Düsseldorf. Da habe ich ein Seminar besucht, also ein Online-Seminar mit Frau Dr. Schipper, Leiterin der DMSG Düsseldorf. Und ich hatte ein tolles Gespräch danach, ein sehr persönliches Gespräch. Und das war echt die erste Station, hat mir sehr viel Zuversicht gegeben. Und sie hat mir eben auch Dinge offenbart oder wie man damit umgehen kann. Und als allererstes habe ich mir erstmal psychotherapeutische Hilfe gesucht. Das war das Wichtigste für mich. Also, dass ich eine
einen Ansprechpartner hatte, der auch weiß, um was es geht. Also es war auch eine Psychotherapeutin, die bei der DMSG gearbeitet hat, die mit MS-Patienten gearbeitet hat. Und es war echt toll. Also sie hat mich am Anfang begleitet, während der ganzen Ausbildung, dass ich so ein Fundament da bekommen habe. Und das ist mir sehr viel Stärke gegeben. Ja, das, also Frau Dr. Schipper hatte ich auch schon zu Gast im Interview. Ich habe jetzt nicht im Kopf, in welcher Folge, aber genau, die kommt ja ist, glaube ich, selber Psychotherapeutin, Psychologin, irgendwie so dieser Hintergrund. Und deshalb spielt das auch, glaube ich, in Nordrhein-Westfalen eine relativ große Rolle. Ne? Da hat es auch relativ viele im Team. Und ich glaube, das ist auch wirklich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass man mit sich erstmal klarkommt und nicht gefangen ist in zu vielen Ängsten. Weil egal jetzt mal, wie man sich, für was für einen Weg man sich entscheidet, wenn man Ängste hat und irgendwie blockiert ist, das bringt, glaube ich, nicht viel. Das ist auf jeden Fall gut, da abgeholt zu werden. Ne? Und genau, Nele, und dass man irgendwie eine Auffangstelle hat. Weil am Anfang weiß man gar nichts, null. Und du weißt gar nicht, wo du dir Hilfe holen sollst. Oder? Mhm. Weil man ja auch erstmal eine Scham hat und das anderen mitzuteilen oder einen Ansprechpartner zu finden, das ist total schwer. Mhm. Ja. Viele Ärzte haben natürlich auch nicht diese Ausbildung näher auf Menschen einzugehen oder sie machen das Medizinische, aber das danach, das Aufgefangensein, das ist eigentlich das Wichtige, dass neue MS-Patienten gut aufgefangen werden. Ja, das gibt auch Systeme einfach nicht her. Ne? Also das ist zeitlich gar nicht vorgesehen, dass Ärzte das machen. Ganzheitlich ist schön, aber klar, ne? Wenn das System irgendwie das nicht unterstützt, dann ist das auch schwierig, selbst wenn das die Ärzte wollen würden. Und ich meine, es machen genug, dass sie sich die Zeit nehmen, aber es kommt halt immer drauf an. Ne? Und in dem Maße, also ich meine jetzt eine Psychotherapie, das könnten sie ja auf gar keinen Fall leisten. Ne? Da brauchen wir uns nichts vormachen. Genau, und was hast du dir denn, also hast du sozusagen für dich irgendwie eine Entscheidung getroffen, wenn XY passieren würde, dann würde ich eine Therapie nehmen? Oder hast du gesagt, nee, kommt für mich nicht in Frage? Weil es gibt ja diese zwei Schulen, ne? Es gibt also diese zwei Denkrichtungen. Ja. Die einen sagen, schnell aktiv dagegen vorgehen, macht für mich persönlich Sinn. Aber ich kann schon auch die anderen verstehen, die zum Beispiel sagen, wenn man nicht mehr so jung ist, ne? Wenn man jetzt wie du über 50 die Diagnose bekommt, da ist auch schon das Immunsystem ein anderes. Und da ist halt die Frage, tut man sich jetzt was Gutes oder nicht? Ne? Also da gibt es verschiedene Schulen und so ganz genau gibt viel evidenzbasierte Medizin, klar, aber Forschung, aber so eine Sache. Aber hast du für dich irgendeine Entscheidung getroffen? Nee, man kann eigentlich nicht prinzipiell eine feste Entscheidung. Also es gibt viele Wege und das Leben ist keine Einbahnstraße. Man muss eben auch gucken, zu welchem Zeitpunkt im Leben das passt und dann wieder das andere passt. Also ich möchte, das ist jetzt mein persönlicher Weg, den ich gehe und das ist, und jeder muss seinen Weg gehen, das würde ich schon mal dazu sagen. Und ich lege jedem nahe, sich intensiv mit der Erkrankung auseinanderzusetzen. Also nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern was sind die Gründe der Erkrankung oder was, geh mal ein bisschen tiefer oder was kann ich machen? Und für mich hat einen ganz großen Durchbruch meine Auseinandersetzung mit meiner Ernährung gebracht und beziehungsweise auch meiner Lebensweise. Und ich habe dabei festgestellt, dass Selbstachtung, Selbstwertschätzung, dass ich im Mittelpunkt, wenn es mir gut geht, geht es den anderen auch gut. Und das heißt, ich habe ein Ernährungscoaching gemacht bei der Julia Bierenfeld, die auch jetzt die selber MS erkrankt und ist Ernährungscoach und hat ein Buch jetzt Ernährung bei MS rausgebracht. Kennst du das schon, das ganze Buch mal? Ja, ich kriege immer so ein bisschen ihr Tun mit. Ja, und das hat mir echt was gebracht. Ich habe definitiv alle entzündlichen Aspekte meiner Ernährung gestrichen. Und also das heißt Arachidonsäurefrei. Und mache fast jeden Tag Sport. Das ist auch so eine Therapie, die echt erfolgreich ist. Die
die mir Glück gibt und aber auch mein Körper. Und mir fehlt echt was, dass wenn ich nicht aktiv bin, dann fühle ich mich ganz, ganz, ganz anders und muss bald wieder starten. Das kennst du ja sicher auch. Und, ja, ja. Und wenn es mir natürlich schlecht geht, beziehungsweise wenn ich Beschwerden habe, dann greife ich natürlich auf Medikamente zurück. Aber man muss das Leben so sehen, wenn irgendwas passieren sollte, natürlich würde ich auf Medikamente zurückgreifen. Also wenn es mir ganz kritisch geht. Aber man muss eben seinen Weg finden. Das finde ich immer wichtig zu sagen. Und man kann einiges mit Ernährung und Sport machen. Also Sport ist wirklich wichtig. Die Entzündung, die im zentralen Nervensystem ist, die kriegst du halt damit nicht unbedingt in den Griff. Ne? Also das nur mal kurz für die wissenschaftliche Einordnung. Ja. Aber absolut. Also man muss seinen Weg gehen. Und wenn man sozusagen weiß, was es für mögliche Konsequenzen gibt, und dann ist das auch immer alles legitim. Ne? Also das muss jeder am Ende für sich entscheiden. Ich würde dazu sagen, man muss auch immer eine Kontrolle bleiben. Das heißt, den Kontrollrhythmus beim Arzt bzw. zum MRT gehen, dass eben die entzündlichen Prozesse unter Kontrolle sind. Also sonst würde ich das nicht machen. Solange es mir gut geht und mir geht zurzeit wirklich gut, dann sehe ich keinen Anlass, mir eine verlaufsmodifizierende Therapie zu unterziehen. Ja. Es ist was Prophylaktisches, ne? Also das Gefährliche ist immer, das versuche ich das relativ oft auch in einzelnen Podcasts aufzugreifen, es ist halt eine Eisbergerkrankung. Das, was du fühlst, ist der oben über der Wasseroberfläche. Und da kann aber relativ viel unten sein. Ne? Also ich nutze zum Beispiel ja auch neben einer Studie von MS-Zentrum in Dresden teil, wo ich halt einmal in der Woche Feinmotorik, Gehstrecke, Balance, Neurologisches, ne? Wo ich all diese Sachen teste. Weil du halt auch von Anfang an eigentlich ein sozusagen zunehmende, also Neurodegeneration ist, das ist was anderes als das Entzündliche. Und das kann einem eventuell am Anfang nicht auffallen. Man fühlt sich gut, aber da ist eben ganz viel unter der Wasseroberfläche. Ne? Also das ist immer das Gefährliche. Bloß weil ich mich jetzt gut fühle, heißt das nicht, dass die Krankheit ruht. Das ist mir da wirklich nochmal ein Anliegen. Und in Dresden zum Beispiel testen die einfach jedes Vierteljahr, machen die bestimmte Tests. Also jetzt hatte ich gerade erst Termin. Da war nicht so viel dran und das nächste Mal bin ich eben 3 Stunden, weil da ganz viel getestet wird. Da bin ich aber auch froh drüber, weil würde man da irgendwas sehen, da kann ich mich gut fühlen, aber die kriegen vielleicht was mit, diesen ganz feinen Dingen. Dann würde man eben mir was anderes vorschlagen und ich würde da auch mitgehen, weil ich keine Lust habe, in 20 Jahren dann die Quittung dafür zu kassieren, dass ich in Anführungsstrichen nur auf meine Ernährung Acht gegeben habe. Ne? Ich bin normalerweise ein Fan von weniger ist mehr, aber bei der MS bin ich ehrlich gesagt ein totaler Fan von viel hilft viel. Ich nehme alles, was ich tun kann, um in 20, 30, 40 Jahren immer noch ein schönes Leben zu führen. Ne? Aber ja, genau, jetzt hast du schon gesagt, du hast deinen Lebensstil angepasst, du machst mehr Sport, du hast dich bei der Ernährung, hast dir angeschaut, dass die anti-entzündlich ist. Du hast gesagt, du bist so ein Workaholic. Hast du vielleicht auch bei diesem Stressmanagement was gemacht? Ja, das auf jeden Fall. Und ich habe mich ja für die Selbstständigkeit jetzt doch entschieden. Also beziehungsweise, um das nochmal von letztens aufzugreifen, ich war ja da so schockiert nach der Diagnose und habe letztes Jahr im August mein Staatsexamen zur Podologin gemacht. Dann habe ich mir erstmal eine Auszeit genommen für 1-2 Monate. Und habe im November doch eine kleine Praxis eröffnet für Pädagogie, also eine Privatpraxis. Und habe mich aber speziell auf Fußtherapie, ich bin auch Fußreflexzonentherapeutin, habe mich ein bisschen auf eine ganzheitliche Art zu arbeiten entschieden. Und damit fahre ich sehr gut, weil ich kann mir meine Zeit selbst einteilen und kann mein Arbeitspensum so legen, dass ich mit Freude gerne arbeite, ohne eine Überlastung zu spüren. Oder beziehungsweise, wenn es so ist, dann genehmige ich mir auch eine Auszeit oder kann die Terminierung meiner Patienten so machen, dass ich ja gelassen das entgegentritt, also dass ich da gelassen entgegentritt. Schön. Das ist schön. Das gibt mir eine Zufriedenheit und Ausgeglichenheit und das war die richtige Entscheidung in meinem Leben. Und das war ein schwerer Schritt, weil das ist ja ein großer Berg, eigene Selbstständigkeit. Und man muss ja erstmal jeden Monat so viel erwirtschaften, dass Grundbedürfnisse gedeckt sind und die
ja, diese, das Soziale, ne, dass man halt, man muss ja selber Krankenversicherung, Rentenversicherung zahlen. Und das ist schon ein riesiger Berg, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und diese Entscheidung für die Eigenverantwortlichkeit und Selbstbestimmtheit gibt einem ganz viel Kraft und Freiheit vor allen Dingen. Das ist etwas, was glücklich macht. Ja, absolut. Also da wirklich auch nochmal herzlichen Glückwunsch, finde ich ganz toll. Und ich finde auch, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dieses Arbeiten, ne? Und ich bin auch ein ganz großer Fan von, jetzt geht's dir gut, mir geht's auch gut, ne? Aber zu schauen, dass man so lange wie möglich arbeiten gehen kann, weil man da ja auch, also ich meine, man macht was, man hat abends was geschafft. Und jetzt mal egal in welchem Umfang, ob das nun, müssen ja nicht 8 Stunden sein, vielleicht sind es 4, vielleicht sind es 3, vielleicht sind es wie viel auch immer, aber das gibt ja auch eine ganz große Zufriedenheit, ne? Und dass man da vielleicht lieber schaut, dass man das, was man macht, so verändert, dass es einem Freude bereitet, dass es einem meistens Kraft gibt. Also ich meine, es macht nie immer alles Spaß, wenn ich jetzt irgendwas, keine Ahnung, also ich bin ganz froh, dass ich einen Steuerberater habe, ne? Aber wenn ich diese Sachen aufbereite, der Teil macht mir jetzt keinen Spaß. Oder irgendwas mit, bei mir ist es die Künstlersozialkasse, mit denen was abkläre ich. Großartig, dass es diesen Fall, dass es diese, ne, diese Angebote gibt. Aber natürlich sind nicht alle Aspekte toll, will ich bloß sagen. Ist nicht 100% toll. Aber ich genieße die Selbstständigkeit auch. Und es ist, ich bin super motiviert, weil wenn ich Fehler mache, kann ich die selber ausmerzen. Genau. Ne? Genau. Und dann lerne ich draus. Und dann kriege ich aber nicht irgendwie eins auf den Deckel oder so. Genau. Und dann, ne, das ist ja dann was Lernendes. Dann muss ich eben, was weiß ich, einen Podcast nochmal neu aufnehmen, irgendwas nochmal neu schneiden, habe vergessen irgendwas. Keine Ahnung, ne? Über die Zeit passieren ja irgendwelche Fehler. Aber es macht unglaublich viel Spaß und auch dieses Lernen. Ich war halt vorher in einem spannenden Beruf, aber es war viel Druck und ich habe trotzdem mich nicht so viel neu entwickelt. Und jetzt in der Selbstständigkeit, du kannst ja auch entscheiden, wie ich jetzt vielleicht irgendwie bei der Fußreflexzonenmassage in irgend noch mal was Spezielles Untergebiet gehen und dann lernst du noch mal was Neues. Und das ist ja auch total bereichernd. Ja, ne? Ja. Das ist so. Das macht einfach das großen Spaß, genau. Du gehst immer weit. Also ich, das, was ich gewinne oder beziehungsweise das, was ich erwirtschafte, stecke ich sofort wieder in neue Fortbildungsprogramme und so weiter. Ich meine, jetzt mache ich noch den Heilpraktiker, stell dir vor. Ja, super, genau. Das ist das nächste Ziel. Ja, genau. Ich mache ja auch, ne, jetzt hier irgendwie das Studium, MS-Studium und gucke dann auch schon wegen dem englischsprachigen Podcast und so. Es geht immer weiter und das macht's spannend. Genau. Sind wir auch gleich bei dem Thema. Wie blickst du denn auf deine Zukunft und deine beruflichen und privaten Pläne? Hat sich da irgendwas geändert im Positiven, im Negativen? Keine Ahnung. Ja, hat sich da was geändert. Wenn man denkt, ich war Anfang letzten Jahres oder beziehungsweise, wo ich die Diagnose bekommen habe, war ich ja körperlich so unten, dass ich mir gar nicht vorstellen konnte, wie soll ich das mein Arbeitsleben gestalten. Ich habe ja sogar Erwerbsminderungsrente beantragt. Den Antrag habe ich ja jetzt zurückgezogen. Ich bin zwar auch schwerbehindert, aber das tangiert mich nicht mehr. Und das war auch schön von der Rentenversicherung zu hören, dass alles noch so weiter bleibt, besteht und man kann auch immer wieder den Rentenantrag nochmal neu aktivieren, wenn es mir also geschlechter gehen sollte. Okay, super. Ne, das war auch für mich, natürlich ist das Voraussetzung, dass du dich weiterversicherst bei der Rentenversicherung, aber es war für mich eben auch, gibt eine gewisse Art von Sicherheit. Und perspektivisch geht es nur voran. Also das habe ich ja jetzt schon erwähnt, dass ich von einer Fortbildung zur anderen hechle und bin ja auch eine Dozentin an der Schule für Podologie geworden. Und das ist schön, dass man auch so viel Feedback bekommt wieder. Und ich gehe ja sehr offen auch mit meiner Erkrankung um und hatte auch jetzt letztens einen Artikel in der Tagespresse. Und ich möchte den Leuten Mut machen, auch in die Selbstständigkeit zu gehen. Weil wenn man in ein Angestelltenverhältnis geht mit MS, ist man immer unter Druck, ist man immer, nicht alle Arbeitgeber nehmen Rücksicht darauf, dass man MS erkrankt ist und dass man einen Tag was gut aussehen kann und am anderen Tag wieder ganz schlecht. Und allein dieser Druck ist manchmal nicht gerade positiv. Ne? Und deshalb kann ich auch vielen Menschen raten, die Selbstständigkeit zu gehen und selbst bestimmt arbeiten. Das, was einem Freude macht, was einem liebt. Mhm.
Ja, also ich denke, das kommt halt immer ein bisschen drauf an. Ich habe da auch einen Podcast, der wird vor dir ausgestrahlt. Wir nehmen es jetzt zwar auf, aber noch ist er, ja, zu dem Zeitpunkt ist er dann quasi draußen. Und also da gibt es, glaube ich, auch verschiedene Ansichten dazu, weil natürlich hat man eine gewisse Absicherung im Angestelltenverhältnis, man hat ja auch einen erhöhten Kündigungsschutz und so, ne? Für mich, das ist auch der richtige Weg, bin ich ganz bei dir. Aber das muss halt immer jeder für sich. Jeder selber wissen, genau. Das muss jeder, was ihn mehr stresst, was ihn weniger stresst, ne? Mich hat auch dieses, ich bin nicht voll leistungsfähig und das gibt dann großen Stress. Das hat mich mehr gestresst und für mich ist Selbstständigkeit richtig. Aber das muss immer jeder selber entscheiden. Was war denn dein tiefster Punkt mit der MS und ganz wichtig, was hat dir geholfen, da wieder rauszukommen? Der tiefste Punkt war eigentlich die Diagnose. Mhm. Weil da war ja noch nicht absehbar, wie geht's weiter oder wo endet das Ganze. Ne? Und weil man ja da kein Wissen hatte. Mhm. Und das Wissen macht Macht. Ne? Und hat mich dann weiter vorangebracht. Und also das war wirklich mein tiefster Punkt, wo ich gedacht habe, jetzt ist alles vorbei. Und das hat mich echt so depressiv gemacht. Und, und das kann auch nur depressiv machen, wenn man da auch keine Unterstützung von irgendwo erhält und man weiß nicht weiter und kein Ausweg. Und da muss man noch dazu sagen, ich habe vielleicht eine schwache Form von MS und anderen geht es bestimmt viel dreckiger und da sind noch andere Dinge mit verbunden. Und wichtig ist, dass man sich Hilfe holt. Das denke ich, ist entscheidend. Also bei dir war es wahrscheinlich so die Psychotherapie mit so ein ganz wichtiger oder Faktor, um wieder rauszukommen. Ja. Ja. Gut, kommen wir mal zu Sportreisenfotografie. Ich folge ja deinem Instagram-Account schon eine Weile und da haben wir ja auch unseren Kontakt aufgenommen. Und ich sehe ja, dass du total aktiv bist. Wir hatten dann auch Terminvereinbarung, da warst du gerade irgendwie Skifahren und so. Also alles super. Wie wichtig ist dir denn Bewegung im Alltag? Und war das schon immer so oder hat sich das geändert durch die Diagnose? War eigentlich schon immer so. Ich habe immer schon viel gemacht. Große Leidenschaft ist Skifahren und durch meinen Freund bin ich zum Rennradfahren gekommen und zum Klettersteig gehen. Mhm. Und das konnte ich eben, wo zum Zeitpunkt der Diagnose, da ging das gar nicht. Und dann war ich wirklich in so einem tiefen Loch, dass ich mich auch gar nicht so bewegen konnte. Und es war einfach nichts mehr da, das mich motiviert hat, Sport zu machen. Und jetzt hat sich das aber wieder geändert. Also so, sag mal, wo Staatsexamen endet war und dann bin ich wieder richtig voll. Langsam wieder voll eingestiegen. Also auch der Ausgleich macht es, dass man, ich habe morgens mein Programm, dass man aufsteht, ein bisschen Yoga macht, meditiert, auch guckt, wo geht mein Weg heute hin. Also dass man auch so dankbar ist für Erfolge, dankbar ist für das, was man hat. Und kleine Ziele sich steckt, kleine Ziele, um voranzukommen. Und das ist wichtig, entscheidend für den Tag, finde ich. Mhm. Und und dann habe ich immer meist ein Sportprogramm. Noch zusätzlich, entweder CrossFit oder funktionelles Training. Und das ist mega. Es gibt mir meine Power. Schön, genau. Jetzt hast du eigentlich schon gesagt, welche Sportarten du regelmäßig machst. Also Yoga, Meditieren, Rennradfahren. Und klar, ne, Skifahren geht natürlich nur im Winter. Da machst du auch Abfahrtski, ne? Du machst nicht Skilanglauf, oder? Ja. Abfahrtski, wo man also schnell reagieren muss, klappt also alles. Das ist schön. Merkst du denn einen Effekt auf deine MS-Symptome, wenn du Sport gemacht hast? Ja. Also gerade die, ich finde, ich bin ja jetzt auch schon älter, 56, da nimmt sowieso die Beweglichkeit und das ist mega, wenn ich kein Yoga mache, beziehungsweise Dehnübungen, dann sieht es echt mau aus. Und das ist auch so eine Grundlage für auch andere Sportarten, dass man also eine Körperspannung aufbaut, dass du einen gewissen Grundtonus hast im Körper. Und dieses funktionelle Training, Crossfit-Training gibt natürlich noch mehr Power. Also das ist mega, ist halt mega positiv. Sehr schön. Was liebst du denn am Reisen und wie wählst du deine Reiseziele aus?
die Reiseziele wähle ich meist sportlich aus. Also sie muss immer irgendwas mit Sport verbunden sein, weil sonst kriege ich das Kribbeln. Und dann muss mir... Also so ein purer Strandurlaub, das ist nichts für mich. Mhm. Dann schwimme ich auch gerne. Aber da muss ich nur gucken im Sommer, dass ich nicht in zu heiße Orte fahre, weil das ist mir letztes Jahr total extrem aufgefallen, dass ich eben das Ultra-Syndrom bekomme. Dann hilft mir Wasser ins Wasser reinkommen. So beschränken sich meine Aktivitäten oder Urlaubsziele eben doch so in normale Regionen. Bergsteigen finde ich toll, also in den Bergen zu sein. Und ja, also so ein Mixed-Urlaub finde ich schön. Etwas Neues entdecken, etwas Neues kennenlernen, was gleichzeitig Kultur und Aktivität verbindet. Ja, sehr schön. Also ich habe ja gerade meine kleine Tochter, insofern ist mit Kultur nicht ganz so viel und es ist doch ein bisschen mehr der Badeurlaub, aber an sich ja, bin ich auch totaler Fan von viel Aktivitäten und ich sage immer, mein Gott, man kann ja nach Italien oder all die anderen schönen warmen Länder auch im Frühling oder Herbst fahren. Ne? Ja. Also im Sommer muss man da nicht hinfahren, wenn es so knalleheiß ist, dass es mit der MS nicht so günstig ist. Gibt es denn bestimmte Dinge, die du aufgrund deiner MS bei der Reiseplanung vor Ort anders angehst? Eigentlich nicht. Nee, eigentlich nicht. Ich muss natürlich an meine Medikamente denken, die ich noch sonst mitnehme. Und das ist, nee. Und am Impfstoff muss ich dann denken auch, dass ich eben, dass es vielleicht eine Symptomatik im Urlaub geben kann, die darauf begründet ist, dass ich mir eben schnell dann Abhilfe schaffe, dass ich mich kühle und Schatten aufhalte oder sonst etwas mache. Und sonst eigentlich nein. Schön. Welche Reiseziele willst du denn in den nächsten Jahren unbedingt sehen? Gibt es da irgendwie eine Favoritenliste? Das kommt. Also ich habe ja noch meine 15-jährige Tochter, die hat noch ein bisschen andere Interessen, aber dann gibt es ja auch nur den Urlaub mit meinem Freund und da ist vielleicht mal eine Alpenüberquerung, würde ich gerne mal machen. Brennpaar-Wanderung, das ist ein Hochgebirge, felsiges Hochgebirge, wo man an Klettersteigen geht. Und das, da muss ich aber noch trainieren für, weil das setzt sehr viel Ausdauer und Kraft voraus. Also eine mehrtägige Hüttenwanderung ist das. Ja, dann wollten wir eventuell, in der Ferne liegt vielleicht nochmal Thailand, aber sonst begnüge ich mich mit Europa, weil es gibt auch ein Europa und Deutschland auch so ganz viel zu entdecken. Absolut, bin ich ganz bei dir. Die Alpen über mal ins Elbstartgebirge. Ja, hier ist es total schön. Vor allen Dingen das Gute ist, immer wenn du dann wieder runtersteigst, ist es eigentlich ganz angenehm kühl, ne? Durch die Felsen. Ja. Das wird da halt nicht so heiß. Ja. Also und auch wenn letztes Jahr da ein bisschen Teile vom Wald gebrannt haben, ist die Sächsische Schweiz riesig und ist jetzt nicht alles abgebrannt. aber das ist total angenehm mit dem Sandstein, weil die ganz gut eigentlich teilweise Feuchtigkeit, Kühle halten. Und da kann man sozusagen wählen. Sehr, sehr, sehr schön, sehr empfehlenswert. Du fotografierst ja auch gerne. Seit wann machst du denn das? Und gibt's was, wo du bei deinen Motiven irgendwie besonders drauf achtest? Gibt's spezielle Ausrichtung, keine Ahnung, die Architektur, Makro, was auch immer? Ja, eigentlich, früher hatte ich mal die ganze komplette Ausrüstung und also alles nur analog war. Und jetzt bin ich eigentlich, es gibt ja so tolle Kameras im kleinen Format oder beziehungsweise dann das iPhone oder das Handy also hergibt und da bin ich eigentlich ganz spontan. Vielleicht ist es aber auch immer der Blickwinkel, den man hat, dass man einen außergewöhnlichen Blickwinkel sucht und das macht's aus. Aber ich mache das nicht professionell oder das ist einfach nur so ein kleiner Blick. Naja, aber ich finde es halt was Schönes, ne? Und das Leben sollte vielfältig sein. Erst recht, wenn man MS hat, finde ich, aber auch ohne. Was passiert denn im Anschluss an deine Reisen mit den Fotos? Machst du irgendwas draus? Es kommt drauf an, wenn es was ganz Besonderes ist, natürlich ein kleines Fotobuch oder macht da eine Story draus und ja, finde das so ganzes Instagram gibt ja ganz schön viel her, ne? Ja, schön. Schön, schön. Ich habe bei mir stoppen die Fotobücher mit Geburt meiner Tochter. Ich muss da einiges nachholen. Irgendwie hat das Zeitmanagement, aber ich meine, die ist ja irgendwann aus dem Kleinkindalter raus. Es ist toll, solange das Kleinkindalter da ist, ist ja total goldig. Aber ich glaube, dann entsteht wieder etwas mehr Zeit und dann muss ich halt ein paar Jahre nachholen. Das den Kalender, den darfst du immer jedes Jahr machen. Das ist immer schön. Den mache ich. Mit dem Kind, ne, diesen Rückblick,
den kriegen auch die ganze Verwandtschaft immer. Also das ist immer jedes Jahr Pflicht und fordern den ein. Ja, ja, genau. Das stimmt. Das ist auch bei mir. Eltern, Schwiegereltern, Schwester, Großeltern, die kriegen immer einen Fotokalender, ja. Kommen wir mal zu den Wünschen und Zielen. Hast du denn einen großen, unerfüllten Wunsch? Einen ganz großen, unerfüllten Wunsch habe ich nicht. Ich denke, die kleinen Wünsche machen das Leben bunter und erfreuen die Seele am meisten. Also wenn ich mir so kleine Wünsche dann, also jetzt zum Beispiel der nächste Wunsch ist ja wirklich, den Hybrid zu machen. Und wenn man dann den Weg geht, das ist immer so, man lernt viele neue Leute kennen, neue Aspekte, neues Wissen. Also das ist für mich eine ganz große Erfahrung, dass ich immer neues Wissen anziehe. Und es kommt immer noch ein Schritt dazu, noch ein Schritt. Und das finde ich einmal eine ganz tolle neue Erfahrung. Das ist mega. Also dieses Streben nach Wissen. Und sonst? Nee, Ziele? Kleine Dinge. Das ist doch gut. Und lebenslanges Lernen finde ich auch total wichtig und bereichernd. Welche Entwicklung wünschst du dir denn im Bereich der MS in den kommenden 5 Jahren? Das ist ja ein großes Thema. Ich nehme ja auch selber an der Studie teil in Berlin. Mhm. Jetzt Anfang Februar, auch den ganzen Tag, auch mit diesen ganzen Tests und Untersuchungen. War mega anstrengend. Und ich finde, dass mehr Menschen sich gerne bereit erklären könnten, auch an Studien teilzunehmen. Das finde ich gut, weil dadurch wird ja natürlich mehr Wissen gesammelt über die Erkrankung. Mhm. Das ist super, super wichtig. Also vielleicht finden sich mehr Leute bereit, daran an Studien teilzunehmen, dass man noch mehr über die Krankheit weiß. Und vor allen Dingen die Ursachenforschung finde ich wichtig. Wie beginnt denn das und was passiert da genau? Und das vielleicht Menschen, die eine neue Diagnose bekommen, besser aufgenommen werden oder beziehungsweise aufgefangen werden. Weil das, so bekommt man das mit in den sozialen Medien, dass es wohl ein großes Manko ist. Dass einfach nur nicht von Ärzten die Diagnose verkündet wird, sondern einfach nur im Vorbeigehen, wo die Patienten total schockiert sind. Also diese Art und Weise. Also, dass mehr Sensibilität geschaffen wird und das finde ich gut. Und Aufklärung. Ich muss gut mit dem MS-Bus, dass er durch die Lande zieht, dass aufgeklärt wird. Mehr Transparenz. Ja, ja. Ja, gibt es ja auch zum Beispiel, also wäre jetzt nicht für unser Alter, ich bin ja auch schon 42, aber meine Diagnose habe ich ja viel eher bekommen, aber da gibt es zum Beispiel auch die schöne Initiative Amstadt für die ganzen Jüngeren, die ja sowieso einfach an sich noch viel früher im Leben stehen, so 20- bis 40-Jährige, die da also digitale Selbsthilfe bekommen. Da entstehen ja auch mehr und mehr Lösungen. Und das ist zum Beispiel, da hatte ich auch die Sonja Taheri-Risi zu Gast im Interview. Da auch gerne in den Podcast reinhören, wenn du da draußen vielleicht ein ganzes Stück jünger bist und gerade die Diagnose bekommen hast, da kann man eben im 1:1 Austausch digital, die sind auch geschult, die das machen. Und das sind eben Patienten mit Diagnoseerfahrung, die frisch Diagnostizierte beraten. Das finde ich zum Beispiel ist auch eine sehr schöne Ergänzung in dem Kanon von Angeboten, die es gibt. Ne? Also ich glaube, je mehr Angebote, desto besser, dann findet hoffentlich jeder in seiner individuellen Art irgendwie das für sich Passende. Aber ja, da kann man mehr machen. Und Studien finde ich auch ganz wichtig. Also ich nehme auch an, also ich habe bisher eigentlich noch nie eine Studie abgelehnt, die mir mein Neurologe empfohlen hat, ob ich nicht daran teilnehmen möchte, weil ich das auch total wichtig finde. Ne? Und ich meine, das wird ja anonymisiert. Also da muss jetzt keiner Angst haben, dass dann am Ende dasteht, hier Nela ist das und das und sowieso. Nee, sondern das ist dann eben eine Frau in meinem Alter mit von mir aus keiner, warum auch immer es da gerade geht, ne? Aber so bleibt das Gangbild und im MRT kann ich dazu Folgendes sehen und im Blut die Neurofilamente ist ja auch was Spannendes, wo du eben siehst, wie sich diese Neurodegeneration, also das, was für die Behinderung letztendlich zuständig ist, wie sich das entwickelt oder eben stagniert aufgrund einer Therapie oder eben, wenn man sagt, man möchte keine Therapie nehmen, dass man das im Blick hat und wenn das aber da alles sich in eine blöde Richtung entwickelt, auch wenn ich mich vermeintlich noch gut fühle, dass ich dann vielleicht doch eine Therapie mache, weil ich kann das Rad im Moment nicht zurückdrehen. Da passiert ja viel, ne? Da wird auch ganz viel geforscht, dass man irgendwie Myelin repariert, aber noch sind wir nicht dort, dass das irgendwie wirklich umgesetzt wird. Also sollte man schauen, dass man die Krankheit so gut es geht aufhält, ne?
Aber ja, bin ich voll bei dir. Kommen wir zur Blitzlichtrunde. Was war denn der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Der beste Ratschlag? Da muss ich dir ehrlich sagen, das war beim Ernährungscoaching, CBD-Öl zu benutzen. CBD, Cannabidiol mit Kurkumin, also Entzündungshemmend. Und das hat mich wieder in den Schlaf gebracht. Also das war, keine Ahnung, es war, mittlerweile muss ich es maximal einmal die Woche nehmen. Und das hat, also die Schmerzen im Bein total gelindert und ich konnte durchschlafen. Das war für mich, das habe ich echt zum glücklichsten Menschen wieder gemacht. Weil du musst dir vorstellen, ich habe jahrelang nicht mehr durchgeschlafen. Das war der Hammer. Und das, wenn man nicht mehr schlafen kann, ist man ein anderer Mensch. Ja, also das auf jeden Fall. Ne? Jetzt mal egal, wie man das schafft, dass man da wieder hinkommt. Aber gut schlafen ist ganz wichtig, hat sonst auch echt negative Auswirkungen auf, wie du schon sagst, Schmerzen. Aber natürlich ganz klassisch auch auf Fatigue, ne? Kognitive Sachen und. Gut schlafen ist wichtig, was auch immer einen davon abhält. Kontinenzprobleme, Schmerzen, egal, sollte man angehen. Und ja, das auch gerne dann von sich aus beim Neurologen ansprechen, wenn der vielleicht nicht aktiv danach fragt. Das ist ja manchmal auch schwierig, dass die alles auf dem Schirm haben. Immer gerne sagen, ich habe damit ein Problem und dann kann man schauen, wie man von da an weitergeht. Wie lautet denn dein aktuelles Lebensmotto? Genieße jeden Tag. Sehr schön. Ich war, sei dankbar. Also Dankbarkeit, also ist ein großes Wort und ja, auch mit den Dingen, was du im Leben schon erreicht hast und wenn es nur kleine Dinge sind, und es geht immer wieder hoch. Also es geht immer, man ist nicht nur unten, es geht auch immer wieder hoch. Das Leben hat keine Linie, sondern ja, Amplituden und wir gehen immer weiter. Genau. Mit welcher Person würdest du gern einmal ein Kamingespräch führen und zu welchem Thema? Also ich habe ja einen Kamin zu Hause und da kommen immer gerne viele Leute. Und alle Menschen sind herzlich. Also es gibt keine spezielle Person, mit der ich ein besonderes Gespräch führen würde. Also alle Menschen sind herzlich eingeladen und ich finde es sehr interessant, neue Menschen kennenzulernen. Sehr schön. Aber Vorsicht, wenn ich jetzt zu viele danach melden und du dann ständig auch, du einen Terminkalender starten musst für wann und im Sommer den Kamin anheizen musst, damit du alle unterkriegst. Kann man noch außen ein Feuerchen machen. Ja, genau, das stimmt. Vervollständige den Satz. Für mich ist die Multiple Sklerose einerseits ein Geschenk und andererseits auch ein Schockerlebnis. Und ich denke, es hat mich sehr viel weitergebracht in meinem Leben, über mich nachzudenken und Schlüsse daraus zu ziehen, was ich falsch mache und was ich richtig gemacht habe. Und und jetzt einen Weg gefunden habe, dass mir gut geht. Also das hat die MS für mich gemacht. Und das ist, glaube ich, auch immer eine Chance, die in einer chronischen Krankheit drin ist, dass man sich auf sich besinnen kann und schauen kann, was ist denn wirklich wichtig? Ja. Ist das hier gerade alles wichtig, worüber ich meinen Kopf mache oder vielleicht nur ein Teil davon? Genau. Absolut. Welche Internetseite kannst du zum Thema MS empfehlen? Ja, einmal die DMSG. Das finde ich der erste Ansprechpartner für mich, war das so. Und dann gibt es auch ganz tolle Sachen auf Instagram oder in den sozialen Medien. Zum Beispiel finde ich auch sehr schön, das Kämpferherzentreffen. Das ist eine ganz tolle Sache, was da ins Leben gerufen wurde. Und also besonders empfehlen, man muss sich einfach da selber seine persönlichen Inputs holen. Ja. Welches Buch oder Hörbuch, das du kürzlich gelesen hast, kannst du uns empfehlen und worum geht es darin? Also zurzeit ist ja mein Fokus auf die Podologie und das dreht sich alles nur um Füße. Und das ist zurzeit meine Literaturarbeit. Ich habe ja im Jahr jetzt auch im Skiurlaub und dann habe ich auf der Reise ein Hörbuch gehört von Michael Zuckers. Und Zuckers ist ja Pathologe und ich habe selbst früher auch in der Pathologie gearbeitet. Deshalb ist das für mich ein spannendes Thema und fühle ich mich zu Hause, mein Metier. Okay. Hast du einen Tipp, den du deinem jüngeren Ich geben würdest für den Zeitpunkt der Diagnose? Jetzt liegt bei dir nicht so viel Zeit dazwischen, aber.
alles annehmen und alles, was gibt, nicht nur Wissen, man muss sich auch Wissen erarbeiten und man muss das, was man bekommen kann, mitnehmen. Also man darf sich nicht sperren, sondern offen sein für Neues. Und eigentlich ist das Leben keine Einbahnstraße. Es geht immer weiter. Das stimmt. Möchtest du den Hörerinnen und Hörern noch etwas mit auf den Weg geben? Ich möchte gerne Mut machen, dass nicht mit der Diagnose alles vorbei ist. Es gibt viele Möglichkeiten. Man muss die Möglichkeiten annehmen, man muss sich Hilfe holen und man muss sich auch helfen lassen. Also das möchte ich gerne mitgeben. Sehr schön. Absolut. Wenn man irgendwie mit dir Kontakt aufnehmen will, sei es für den Austausch, weil man bei dir zum Kamingespräch vorbeikommen will oder weil man Fußreflexzonenmassage für die Füße haben will, wo findet man dich denn im Internet? Also einmal geschäftlich bin ich unter Podo Krefeld zu erreichen, also sei es auch auf Instagram oder in der Website. Und auch unter dem Insta-Account Caro Stern. Da bin ich auch gut zu erreichen. Und ja, das war's. Super. Verlinke ich auch natürlich im Blogbeitrag und packe ich mit in die Shownotes rein. Da kannst du da draußen also die Caroline kontaktieren, wenn du das möchtest. Und mal sehen, wie voll der Terminkalender wird. Vielleicht gibt es dann bald so eine Instagram-Session. Caro mit Gästen vom Kamin. Ich bin frech. Liebe Caroline, es war mir ein Vergnügen. Ich wünsche dir weiter natürlich ganz viel Erfolg für deine Selbstständigkeit, für deinen weiteren Ausbildungsweg, dass du immer so schön aktiv bleibst, dass die MS brav ruht. Und dann, bin ich gespannt, wie sich deine Instagram-Bilder ändern mit all den Anfragen für den Kamin. Danke dir von Herzen und mach weiter so. Und du bist eine totale Bereicherung für alle. Also das ist ja schon mega, was du da auf die Beine gestellt hast. Wirklich wahr. Du bist eine ganz tolle Frau. Wirklich wahr. Dankeschön. Tschüss. Tschüss, mach's gut. Ich hoffe, du konntest dir wieder das eine oder andere mitnehmen und vielleicht auch einfach den Mut, Dinge zu wagen. Natürlich bitte schau da immer, dass es für dich im finanziellen Rahmen irgendwie passt. Also stürz dich jetzt nicht in eine Selbstständigkeit, wenn das für dich nicht das Richtige ist. Für Caro ist es das Richtige, aber ich finde es halt toll, dass sie da so mutig und entschlossen macht. Und ich glaube, einfach von diesem Spirit kann man sich eine Menge mitnehmen und das ruhig dann eben auch auf andere Bereiche übertragen. Beim nächsten Mal gibt es übrigens eine zweisprachige Folge und zwar hatte ich Dr. Claudia Mark zu Gast im Interview. Sie lebt in Australien und beschäftigt sich dort ganz viel mit dem Thema Rauchen und MS. Und es geht im Prinzip darum, warum es wirklich total Sinn macht, mit dem Rauchen aufzuhören, wenn man MS hat und wie man das schaffen kann. Und das Interview habe ich original im Englischen aufgenommen, also Why It Makes Sense to Quit Smoking for People with Multiple Sclerosis and How It Can Be Achieved. Und ich habe dann aber auch sie hat mir im Prinzip die Kurzantwort der Fragen zur Verfügung gestellt. Die findest du auch im Blogbeitrag, wie immer. Und diese Fragen und Antworten habe ich dann auch in Deutsch nochmal eingesprochen. Das heißt, du kannst dir entweder das Original anhören oder du hörst dir die Übersetzung an. Es gibt die zwei Varianten. Und das war mir schon immer eine Herzensangelegenheit. Ich bin total glücklich, dass die Claudia Marx sich dafür die Zeit genommen hat. Und ich finde, das sind ganz viele spannende Informationen dabei, gute Tipps dabei. Und vor allen Dingen, wichtiger Hinweis an der Stelle, sie war selber Raucherin, hat es selber öfter mal probiert und dann vor 15 Jahren mittlerweile hinbekommen, mit dem Rauchen aufzuhören. Aber das heißt, sie spricht aus Erfahrung, im Gegensatz zu mir, die ich nie geraucht habe. Ich kann keine guten Tipps geben. Also hör wieder rein, gib mir gerne Feedback zu dieser Sendung, zu anderen Sendungen. Erzähl gerne weiter, wenn dir der Podcast gefällt. Weis andere darauf hin. Und ja, dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin. Tschüss. Danke, dass du heute zugehört hast. Ich hoffe, du fandest es hilfreich. Vielleicht interessieren dich auch die bereits erschienenen Episoden und Beiträge, die du unter ms-perspektive.de/podcast findest. Du kannst auch ein kostenloses PDF mit 11 Tipps für deine positive Einflussnahme auf die MS unter
ms-perspektive.de/newsletter erhalten. Wenn du mit mir in Verbindung treten möchtest, erreichst du mich unter ms-perspektive oder auf Instagram unter ms.perspektive. Bis zum nächsten Mal.